bitte. Und ich möchte Sie im Namen der Swisscom Broadcast ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen hier in der Mehrzweckanlage oder Sendeanlage St. Krischow. Mit dem heutigen Ton sind wir bereits in der dritten Generation von den Fernsehtürmen hier eingeschoben. Man hat 1954 hat man ganz bescheiden angefangen mit dem ersten Fernsehturm. Wir haben ein Bild davon. Sie sehen, er war wirklich sehr bescheiden. Er war bloß 30 Meter hoch und war bloß mit zwei Antennen bestückt. Selbstverständlich war ja auch das Programmangebot sehr bescheiden. Es wurde 3 bis 4 Stunden gesendet pro Tag und das nicht mal alle Tage. Der Schweizer Fernseher kannte früher immer einen fernsehfreien Tag pro Woche. Weiß jemand, wann das war? Es war an einem Dienstag. Dienstag hat das Schweizer Fernsehen sehr lange gar kein Programm angestrahlt. Wenn man das mit dem heutigen Programmangebot vergleicht, ist das natürlich in keinem Verhältnis mehr. 1954 war auch Fußball-Weltmeisterschaft. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Spiel übertragen wurde, dann standen immer etwa Leute vor den Häuschen. Weil da drinnen stand natürlich auch ein Fernseher, wo sie die Spiele mitverfolgen konnten. Als man am 23. April 1954 diesen Sender in Betrieb nahm, gab es hier im Raum Basel bloß 76 Fernsehbesitzer. 1980 hat man angefangen mit dem Aushub. Wir haben hier das erste Fundament. Wir haben hier im Gesamten haben wir 4 Fundamente. Und zwar 3 für die Beine und 1 Fundament für den Schaft, also für den Mittelteil vom Turm. Der Schaft ist der Teil, wo wir jetzt hier gerade davor stehen. Dieser Schaft ist auch am Boden nie, auch während der Bauzeit, am Boden nie aufgestanden. Der wurde von 36 hydraulischen Ölpressen getragen, vor allem bis dann diese Beine angebracht. Waren. Als der Turm dann fertiggestellt war, hat man diese 36 hydraulischen Ölpressen abgesenkt und entfernt. Das heißt, auch heute steht der Mittelteil, der Schaft vom Turm, unten am Boden nicht auf. Sondern der ganze Turm wird bloß von diesen 3 Beinen getragen. Selbstverständlich bewegt sich ja der Turm auch. Man hat errechnet, dass sich der Turm auf dieser Höhe von 150 Metern bei einer Windgeschwindigkeit von 160 km pro Stunde sich ca. 30 cm bewegt. Da haben wir noch keine Probleme mit unseren Richtfunkanlagen, weil Richtfunk können Sie immer nur verwenden, wenn Sie auch Sichtverbindung mit der Gegenstation haben, wo wiederum solche Parabolantennen angebracht sind und diese ganz genau aufeinander ausgerichtet. Und darum dürfen wir hier auf dieser Höhe nicht sehr große Bewegungen haben, sonst hätten wir dann Probleme mit diesen Richtfunkverbindungen.